Ja, wir sind hier heute in der Grasser Racing Box bei den Lamborghinis. Ja, mit mir steht hier der Gerhard Werraser, der heute natürlich auch noch ein Rennen fährt. Ja, du wirst uns gleich das Auto erklären. Ja, ich zeige euch ein paar wichtige Sachen vom Auto, was die Unterschiede sind zum Straßenauto, was wir hier im Rennsport brauchen. Und ja, vielleicht erkennt ihr dann die wichtigsten Unterschiede. Ja, werden wir schauen. Ich übergebe jetzt mal dir das Mikrofon, dann erklärst du dir. Dankeschön. Vielleicht fangen wir vorne an. Stoßstange. Die Schürze ist anders. Auf der Kran drückt es circa mit einer Tonne runter. Das heißt, wir brauchen das für den Anpressdruck beim Bremsen und in den schnellen Kurven. Aerodynamisch. Hier der Flap spürt man auch, glaubt man nicht, ist sehr klein, aber den spürt man in den schnellen Kurven. Das ist für die Kühlung hier. Hier sitzt der Kühler drin. Hier vorne haben wir den Lufteinlass für die Bremsscheiben. Den haben wir einmal hier und einmal hier. Sonst würde die Bremse innerhalb von 3 bis 4 Runden überhitzen, denke ich. Das ist wirklich sehr, sehr wichtig. Also blöd ist, wenn man aus in den Dreck kommt und das wird verstopft, dann bekommt man meistens Probleme mit der Bremse. Hier haben wir den Abschlepphaken. Hoffe, den brauchen wir nicht. Und es ist eben das neueste Modell, der Lamborghini Huracan GT3. Wir sollten ca. 600 PS haben, sind ja doch durch die BOB eingestuft und ich denke, dass wir jetzt 500, 520 maximal haben, ist relativ schwer, weil man wirklich sauber fahren muss und man merkt da jeden Fehler, der fehlt dann einfach, weil die Leistung nicht da ist. Hier vielleicht kurz ein Blick auf die Bremse. Wir haben hier Stahlbremsen, brauchen wir eben, um eine gute Verzögerung zu haben. Sie sind sehr groß, fast so groß wie die Felge, aber ist eben enorm wichtig, weil wir oft von 270, 280 auf 60, 70 km/h runterbremsen müssen. Da braucht man das schon. Hier die Flaps und die Kiemen ist alles eigentlich aerodynamisch. Das Auto ist generell sehr breit und nieder. Wir sind auf der Kran eigentlich sehr schnell. Das ist eben genau der Grund, warum breit und tief. Vielleicht schauen wir kurz ins Cockpit rein. Wir haben hier das Lenkrad. Eigentlich alles voller Knöpfe. Wir haben auch die Kupplung am Lenkrad, das heißt, wir haben nur mehr Gas- und Bremspedal unten. Hier schalten wir runter, hier schalten wir rauf. Auf der Seite haben wir auch nochmal die Kupplung. Hier haben wir verschiedene Settings und Einstellungen, Traktionskontrolle, ABS, Startknopf, Speedlimiter, Radio. Also wenn ich mit der Box spreche, muss ich den Knopf betätigen. Daneben der Drehknopf, der ist für Fahrer 1 und Fahrer 2. Ich bin in dem Fall Fahrer 1, das heißt, ich muss den Knopf auf 1 drehen. Wenn der Niki einsteigt, muss er dann auf 2 schalten, dass das Fernsehen weiß, wer im Auto sitzt. Dann haben wir einen 6-Punkt-Sicherheitsgurt. Links und rechts müssen wir jetzt seit neuestem dieses Netz betätigen, falls wir einen Überschlag haben, dass die Hände nicht rausfallen können. Ja, es ist sehr heiß drin im Auto. Ich glaube, heute wird es ziemlich schwierig. Bei 30 Grad Außentemperatur werden wir 60, 70 Grad im Auto haben. Klima gibt es natürlich nicht. Ja, hier die kleine Lücke hier, dass ein bisschen Luft reinkommt. Spiegel sind sehr klein, muss man sich eigentlich konzentrieren, dass man da was sieht. Dann kommen wir schon zurück. Der Heckspoiler ist hauptsächlich in den schnellen Kurven, ist ein aerodynamisches Teil. Braucht man in den langsamen Kurven nicht. Da braucht man den mechanischen Grip. Und der Flügel ist eben für den aerodynamischen Grip da. Spricht eigentlich nur in schnellen Kurven an. Drückt wieder circa mit 1 bis 1,5 Tonnen runter.
ja, können wir verstellen, die Gerade. Ist natürlich auf der Geraden, je mehr Flügel, dass du fährst, desto langsamer bist du auf der Geraden, desto mehr Hilfe bekommst du in den schnellen Kurven, dass das Heck stabil bleibt. Man muss da immer so einen Kompromiss finden einfach. Dann haben wir hinten die Auspuffanlage raus. Hier ist vielleicht noch interessant, das ist der Luftheber. Wenn wir reinkommen, Reifen wechseln, stecken die Luft an, dann fährt das Auto hoch. Das sind 4 Stempel, die rauskommen. Das ist dieses Teil und das ist unser Diffusor. Das ist praktisch, der komplette Unterboden ist flach, ist im Windkanal getestet worden. Und ja, man glaubt es nicht, aber das bringt wirklich was und das ist eigentlich ein Paket, ein Konzept. Und wenn ein so ein Teil weg ist, kann schon sein, dass die Aerodynamik gestört ist und dass man den Abtrieb nicht mehr hat, den man eigentlich haben will. Ich glaube, das waren die wichtigsten Dinge vom Lamborghini GT3 Huracan. Und ja, ich hoffe, ihr genießt das Rennen heute und es läuft besser.